Ja, meine Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute also zum fünften Teil der Reihe, in der ich alle meine Porträtzeichnungen zeige. Diesmal auch übrigens die letzten Bilder, die noch entstanden sind, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Zu denen gibt es also noch keine einzelnen Videos. Seid also gespannt, was ich noch für Bilder in dieser Mappe hier drin habe. Und los geht's, wie ihr schon gesehen habt, mit dem Bild von diesem Vogel hier. Das ist auch ein sogenannter Quäkersittich, wie ich bei Google nachgeschaut habe. Und der ist halt noch in der Zeit entstanden, in der mich relativ viele Leute auf Instagram angeschrieben und gefragt haben, ob ich nicht mal ihre Tiere zeichnen könnte. Und ja, hin und wieder habe ich das halt auch gemacht, weil ich damals halt sogar zu Zeichenwünschen aufgerufen habe. Also ich habe gesagt, ja, wenn ihr wollt, schickt mir gern oder schlagt mir ein Foto vor, was ich zeichnen soll. Und der Vorteil war halt, dass ich mir keine eigenen Motive raussuchen musste und gleich Motive bekommen habe. Aber wie ausgerechnet diese Amerikanerin, der dieser Vogel gehört, auf mich aufmerksam geworden ist, ich habe keine Ahnung, das ist echt eine gute Frage, bleibt ein großes Geheimnis des Internets, aber ist ja irgendwie auch das Schöne an Instagram, dass man so schnell mit so vielen Leuten aus ganz verschiedenen Ecken der Welt kommunizieren kann. Und das Bild an sich habe ich damals noch mit der Rastertechnik gezeichnet und habe da sogar relativ kleine Kästchen benutzt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Bei so einem Vogel ist das jetzt eigentlich nicht unbedingt notwendig, weil wenn hier kleinere Abweichungen drin sind, ist das nicht so schlimm wie bei einem Gesicht. Und dann sehe ich auch noch, dass ich auch noch von rechts nach links gezeichnet habe, was eigentlich irgendwie auch sehr merkwürdig ist. Als Rechtshänder macht das nämlich nicht so viel Sinn, da man halt, wenn ich das jetzt hier schon gezeichnet habe und muss jetzt hier drüben den Schwanz zeichnen, dann verwischt man das eigentlich mit der Hand. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich damals wahrscheinlich gesagt habe, okay, ich probiere erstmal, wie der Kopf aussieht, wie das Gesicht aussieht und wollte mich dann erst später an den Schwanz und so weiter rantasten. Insgesamt bin ich eigentlich ganz zufrieden mit diesem Ergebnis. Ich weiß auch noch, dass ich relativ lange an den Federn hier gesessen habe. 3 Tage hat das damals gedauert. Auch diese Punkte hier unten bei den Füßen, das war auch noch mal ein bisschen aufwendiger. Also es sind halt so die Details, die das Zeichnen so ein bisschen aufwendiger gemacht haben. Der Umriss von dem Vogel ist ja relativ schnell erstellt, aber halt die einzelnen Details halt. Die machen es dann aus, dass es halt ein bisschen länger gedauert hat. Aber so ist es halt manchmal. Manche Bilder gehen halt schneller von der Hand als andere. Und ganz nebenbei bemerkt, ist das halt auch eines meiner, oder ist das halt auch eines der wenigen Bilder, die mal kein Porträt vor mir sind. Kommt ja auch nicht so oft vor. Die nächsten 3 Bilder bespreche ich jetzt alle mal gemeinsam, da sie, finde ich, irgendwie zusammengehören. Die sind auch ein bisschen kleiner als die anderen Motive, die ich sonst benutzt habe. Das ist jetzt hier nur A5-Format und gehören alle zu einer kleinen Reihe, die ich mal vor einiger Zeit auf Instagram gestartet habe. Damals habe ich nämlich angefangen, Bilder von meinen Lieblingsautoren zu zeichnen und das sollte eigentlich eine etwas größere Reihe werden. Aber insgesamt ist das nicht ganz so gut angekommen. Irgendwie gab es da deutlich weniger Interaktion auf den Beiträgen als zu den übrigen Beiträgen, die ich sonst immer gemacht habe. Und dann habe ich diese Reihe halt irgendwann eingestellt, also jetzt nicht bewusst eingestellt. Ich habe dann einfach andere Motive gehabt, die ich noch zeichnen wollte und bin dann von diesen hier irgendwann weggegangen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ich dieses Format eventuell für YouTube nochmal wiederbelebe. Falls ihr das sehen wollt, also wenn ich jetzt Bilder von Autoren zeichne und dann vielleicht parallel noch ein paar Bücher vorstelle oder meine Meinung zu diesen Leuten sage, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann können wir das natürlich sehr gerne hier für YouTube machen, bietet sich ja auch an. Und falls ihr euch nun fragt, wer diese Leute sind, kann ich es euch ja mal kurz erklären. Also hier ganz links ist Stephen King. Stephen King müsste eigentlich, also ich weiß nicht, ob jeder Stephen King kennt, aber vom Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Dann in der Mitte ein anderer Autor, Greg F. Giffune, der schreibt auch Horrorbücher, aber mit so eher psychologischem Hintergrund. Ist relativ unbekannt, gehört aber zu meinen Lieblingsautoren und seine Bücher habe ich auch schon alle mehrfach gelesen. Und dann haben wir hier noch Mark Danielewski, der, ja, soweit ich weiß, hat er nicht ganz so viele Bücher geschrieben. Also ich habe zumindest nur ein Buch von ihm gelesen, aber das fand ich wirklich ziemlich beeindruckend. Gar nicht mal so sehr wegen dem Roman an sich. Der Roman an sich ist halt auch ganz gut, aber vor allem das Buch an sich, wie das gestaltet ist und wie das geschrieben ist. Das ist nämlich so, dass die Seiten total angepasst sind an den Verlauf der Geschichte. Ich kann es ja mal holen, dann zeige ich es euch mal. So sieht das gute Stück aus, das heißt das Haus. Und wenn man mal hier reinguckt, dann sieht man schon, teilweise ist die Schriftart halt komplett verschieden. Also man hat hier sowas, was aussieht wie mit Schreibmaschine geschrieben oder so. Dann sind aber auch hier wieder solche Seiten zum Beispiel, wo halt mal, keine Ahnung, nur so ein kleiner Abseits ist oder hier komplett leere Seiten. Das ist halt dann an diese Geschichte angepasst. Da passiert dann halt
irgendwas, wo der Protagonist halt irgendwie total in Eile ist oder so, und dann hast du halt wirklich auch selber das Gefühl als Leser, dass du relativ schnell vorankommst beim Lesen, weil du eben genauso gehetzt bist wie derjenige, der gerade hier im Buch dem gerade irgendwas passiert oder so. Und es sind halt auch mehrere Geschichten ineinander geschachtelt, also teilweise hast du halt auch Geschichten oder einen Geschichtenverlauf, der halt hier unten in der Fußnote passiert, dann wieder andere Geschichten, die halt hier im Haupttext passiert, und die Fußnoten kommentieren sozusagen nochmal das, was hier passiert ist, weil das, was in den Fußnoten passiert ist, halt zeitlich später spielt. Ja, und so hat man halt hier total verrückte Abschnitte, total verrückte Seiten mit dabei, teilweise hier auch noch irgendwelche Bilder oder so, wie das dann halt in dieser Geschichte aussehen soll. Also wirklich echt cool gemacht. Das ist halt von ihm hier geschrieben, von Mark Z. Danielewski. Und deshalb hat er halt von mir so dieses Bild bekommen, um halt auch dieses Buch vorstellen zu können. Wie gesagt, mal gucken, ob ich dazu nochmal was mache, also Bilder zeichnen und Bücher vorstellen. Aktuell ist es erstmal nicht geplant, aber kann sich natürlich schnell ändern. Und wenn ihr darauf Lust habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann können wir das natürlich auch gerne mal umsetzen. So, das Bild hier ist insofern interessant, weil es nicht nur ein Porträt einer Frau ist, sondern auch eine ganz besondere Person darstellt, denn die Person auf diesem Bild hier, die hat niemals existiert. Das Bild hier ist nämlich komplett computergeneriert. Es gibt da eine Seite, die nennt sich Generated Photos, auf der kann man sich eben ja komplett zufällige Menschen generieren lassen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich nehme mal an, die haben da so eine Bilderdatenbank, und aus dieser Datenbank mischen die dann sozusagen verschiedene Motive ineinander, sodass dann komplett neue Leute halt entstehen. Und das passiert eben durch eine künstliche Intelligenz. Und ich bin halt vor allem darauf gestoßen, weil dieses Bild oder weil diese Bilder halt generell keinen Copyright haben und man sie halt benutzen kann, ohne dass man sich jetzt irgendwie groß Sorgen machen muss, dass man hier wegen irgendwelchen Bildrechten, die man verletzt, verklagt wird oder sowas. Und auch das Thema an sich finde ich halt super spannend, gerade im Hinblick auf, wenn man sich so überlegt, Fotomanipulation oder diese Deepfake-Videos. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wo man halt so in naher Zukunft oder eigentlich heute schon lebensecht Menschen nachbilden kann und die Dinge sagen lassen kann, die sie eigentlich selber nie gesagt haben. Müsst ihr echt mal danach googeln, das ist wirklich ein ziemlich interessantes, aber auch ja ein bisschen verstörendes Thema. Auf YouTube hier gibt es einige Videos dazu. Ist halt, wie gesagt, einerseits beeindruckend, andererseits aber irgendwie auch beängstigend, wenn du dir halt vorstellst, dass du, keine Ahnung, irgendein Interview von Angela Merkel im Fernsehen siehst und die sagt halt irgendwas zu irgendeinem neuen Gesetz oder so, keine Ahnung, und dann hinterher kommt raus, nee, die hat das gar nicht wirklich gesagt, das waren nur irgendwelche Leute, die haben das halt mit Computertechnik inszeniert in dem Sinne, also, weiß nicht, ist halt irgendwie schon irre, was mit dieser Technik möglich ist, aber ist halt, ja, in dem Sinne auch ein bisschen fraglich, ob man das den Menschen überhaupt zugänglich machen sollte oder ob das dann nicht eigentlich viel zu gefährlich ist, weil man weiß ja nicht, wer da irgendwas damit anstellt. Also das ist also diese Hintergrundgeschichte zu dem Bild, und ehrlicherweise finde ich die Hintergrundgeschichte dazu auch spannender als die Zeichnung selbst. Die ist in meinen Augen, ja, eigentlich sogar recht langweilig. Das Gesicht wirkt halt irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, ausdruckslos, oder? Es sieht halt so ein bisschen langweilig aus. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil das halt künstlich erschaffen wurde. Ein bisschen unspektakulär, aber an sich hat das Zeichnen natürlich trotzdem Spaß gemacht. Man hat natürlich trotzdem was gelernt mit diesem Bild. Dann habe ich hier noch was für unsere Hundefreunde. Diesmal ein Dackel, um genau zu sein. Und auch das ist wieder ein Bild, das in dieser Instagram-Wunschbildphase entstanden ist. Der Account, der sich das damals gewünscht hat, dieses Bild ist halt, heißt halt Dramaween und postet halt relativ viele Bilder von ihrem Hund. Und da hatte ich natürlich eine recht große Auswahl, um mir ein Motiv auszusuchen. Ich sehe aber gerade, dass ich hier von dieser Zeichnung gar nicht so viele Bilder, also vom Zeichenprozess an sich, gepostet habe. Etwas geizig gewesen anscheinend mit den Fotos damals. Okay. Ja, aber von der zeitlichen Abfolge her, 22. bis 29. Mai habe ich dran gesessen, also eine gute Woche. Hätte ich jetzt sogar ein bisschen weniger gedacht, aber gut, es kann natürlich täuschen, dadurch, dass das Fell halt dann doch ein bisschen mehr Arbeit macht und man da halt, ja, ein bisschen mehr Lagen arbeiten muss, und da sitzt man dann doch schon ein bisschen länger dran, als man so denkt. Also falls ihr wissen wollt, wie ich hier solches Fell zum Beispiel zeichne, dann kann ich euch das für dieses Bild hier natürlich nicht zeigen, weil da gibt es keine Videoaufnahmen. Aber ich habe ja noch ein anderes Video bei mir auf dem Kanal, wo ich halt mal Fuchsfell gezeichnet habe. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, für nächste Woche, da wird es dann ein neues Tutorial-Video geben, und diesmal zu Wolfsfell. Also ich habe ja mal dieses Halloween-Special gemacht mit dem Wolfsbild.
Und da hatte ich ja damals gesagt, dass ich gerne nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen kann, wie ich dieses Fell gezeichnet habe, da ich ja damals mehr oder weniger auf das gesamte Bild eingegangen bin und das Video auch ein bisschen kürzer gehalten habe. Also nächsten Sonntag wird es das geben. Muss ich mal gucken, ob ich unter der Woche dann noch ein Video schaffe, weil das halt relativ viel Arbeit wahrscheinlich werden wird, weil das ein bisschen länger ist und ich da dementsprechend das Skript ein bisschen besser vorbereiten muss, um das halt auch gut zu erklären. Werdet ihr dann nächste Woche sehen. Gut, Leute, das war es mal wieder für dieses Video und dann auch für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen da oder lasst auch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder, wie gesagt, zum Fell-Tutorial. Und bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Zeichnen, macht's gut und eine schöne Woche für euch.